Das Haus von einer ist dort zerstört worden im März. Wir reißen jetzt ab. Wir, das sind 9 Pfadfinder aus Deutschland und Österreich, die den Menschen der Ukraine beim Wiederaufbau helfen wollen. Sie haben jetzt provisorisch da irgendwie einen Wohncontainer gekriegt. Aber das Problem ist, die haben da weit zu wenig Platz. Und jetzt geht es um das, dass da vor den Container nur ein Bau dazukommt, damit einfach der Wohnbereich vergrößert wird. Wir haben gestern die Isolierung herausgemacht aus dem alten Haus da vorne und machen die jetzt quasi wieder als Isolierung für den Fußboden rein. Wir trennen gerade das sozusagen Eisen von den ganzen von dem Bauschutt raus, weil man das zum Schrottplatz bringen kann. Und ist dem Bauherrn auch geholfen, wenn das getrennt ist. Jetzt werden wir den Fußboden aufbauen. Der wird gleich fix fertig verlegt. Und auf dem Fußboden kommt dann nachher die Regelbauweise für die Wand direkt abgestellt. So, also soweit haben wir die Konstruktion jetzt fertig. Wir werden jetzt weiter mit der Verschalung. Oben bin ich beieinander. Da drüben auch noch. Das ist ja wie cool. Warte, geht's wieder raus? Wir werden dann nehmen. So, wir haben jetzt das Dach gerade aufgebaut. Weil wir schauen, dass wir heute noch dicht werden, weil es kann sein, wenn es die nächsten Tage ein bisschen regnet, dass da sicher nichts nass wird da unten, weil die Sichtschalung, wenn die mal nass wird, dann hat es Wasserflecken. Am Ende war unser Hilfseinsatz nicht nur materiell ein Erfolg. Er war vor allem auch ein Zeichen der Solidarität mit der unter dem andauernden Krieg leidenden Bevölkerung. Entsprechend herzlich wurden wir verabschiedet. Unser Dank gilt der Gottesmutter, die ihre schützende Hand über uns gehalten hat. Und so bleibt uns nur die Bitte um Erbarmen an die Königin des Friedens und ihr Kind, um ein schnelles Ende des Krieges und des damit verbundenen Leides in der Bevölkerung.